Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Guide zum Mage Tower präsentieren. Heute soll es um den Katzendruid gehen und da war ich jetzt gerade in der Lage, auch die Challenge zu schaffen. Und dementsprechend wollte ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir wollen uns einmal das Gear anschauen, Consumables, eventuell so ein bisschen Fortsets, Trinkets, Waffen. Und dann dementsprechend schauen wir uns einmal den Fight mit den Fähigkeiten an und dann machen wir einmal noch einen Komplettdurchlauf. Also als allererstes, was habe ich angelegt? Ich habe mir ein Gear gecraftet, was ich auch schon in der Eulen-Challenge gezeigt habe. Und zwar habe ich mir hier ein Lederer-Gear gecraftet, was MOP-PvP-Gear ist, was man sich bauen kann. Ich kann das euch jetzt mal kurz zeigen. Das ist einmal hier unter Pandaria und dann kann man sich so Sachen herstellen, die haben halt Sockel drauf. Mit den Sockeln macht halt Sinn, da man da zusätzliche Stats kriegt. Prinzipiell wird man ja im Mage Tower Legion runterskaliert, weil es ja im Time Walker Modus ist. Heißt, ihr werdet auf Item Level 50 runterskaliert, dementsprechend ist es egal, wie hoch euer Item Level ist, sondern ihr wollt halt schauen, dass ihr möglichst die richtigen Stats drauf habt, beziehungsweise wenn es geht, möglichst viele Sockel, denn dadurch habt ihr einfach mehr Stats. Im Normalfall sollte man als Katze, so wie ich das gelesen habe, auf Crit und Mastery gehen. Ich hatte jetzt von der Eule mir noch Mastery Tempo Gear, so rum. Ich habe einfach das Mastery Tempo Gear benutzt. Ja? Ihr braucht nicht unbedingt ein Crafted Gear, das geht sicher auch alles so. Und ich habe auch, sagen wir so, das falsche Crafted Gear dafür benutzt. Aber ich dachte mir, besser habe ich die falschen Stats und zusätzlich Sockel, als, da jetzt nochmal das Komplette zu bauen. Also wie gesagt, wenn ihr euch das extra bauen wollt, dann schaut, dass ihr auf Crit und als zweiten Set auf Mastery geht. Ich hatte jetzt halt Mastery Tempo an, weil ich das von der Eule noch hatte. Damit ging es aber ehrlich gesagt auch. Ihr könnt auf allen Slots das Leder-Gear euch holen, ne, mit einem Sockel oder auch zwei, wie ihr seht. Den Hals und die Ringe könnt ihr euch einen aktuellen Juve-Ring bauen lassen. Da könnt ihr euch auch die Stats aussuchen. Wie gesagt, ihr solltet da nicht wie ich Tempo Mastery, sondern Crit Mastery wählen. Und den Umhang könnt ihr euch von dem Schneider bauen lassen. Wenn ihr alte Legendaries habt, könnt ihr euch ein paar Slots sparen. Ich habe zum Beispiel hier eh schon den alten Legendary-Ring, der hat auch einen Sockel drauf, das passt. Und einen Hals, wo auch ein Sockel drauf war, das passt. Und den Rücken habe ich genommen, weil ich da drei Sekundär-Stats habe. Zu der Waffe solltet ihr auch was nehmen mit extra Sockeln. Ich wollte mir eigentlich eine Waffe, also eine Waffe, die Sinn macht, ist eine, die man über damals SOO bekommen hat, und zwar könnt ihr euch hier die von Garrosh nehmen, die hat nämlich nochmal zwei extra Slots, hat hier auch Tempo und gut, Tempo Mastery drauf, aber zumindest ist Mastery gut. Ich habe jetzt hier eine Mastery Versa angehabt, einfach weil ich mir die VZ ein bisschen sparen wollte. Da hatte ich nämlich eh schon auf meiner Main-Waffe dementsprechend nicht drauf, aber die wäre theoretisch noch besser. Dann könnte man da noch ein bisschen extra Sockel reinhauen. Wenn ihr Items habt, die unter 50er Item-Level sein oder genau 50er Item-Level haben, dann könnt ihr nochmal extra VZs hier auf die Teile draufhauen. Das hatte ich euch aber auch schon gezeigt in meiner Komplettübersicht, wo es dann ums Gearing zum Mage-Tower geht. Das werden wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen, aber da gibt es theoretisch noch alte VZs, da brauchen die Items aber genau Item Level 50 oder einen Ticken drunter. Genau, so viel zu den Sachen. Dann die wichtigen Geschichten sind dann vielleicht noch die Trinkets. Ich habe einmal hier mit der verheerten Samenkapsel gespielt. Das ist ganz praktisch, weil ihr die jede Minute ziehen könnt. Es spawnen jede Minute so kleine Wichtel, die müsst ihr weggehen und damit setzt ihr so eine Fläche auf den Boden, die macht ganz gut Schaden, damit könnt ihr die Gegner weggehen. Diese Samenkapsel bekommt ihr aus Emerald Nightmare vom ersten Boss. Sowohl im NAC, HC und LFR könnt ihr die farmen. Also wenn ihr nicht, wenn ihr keinen Luck quasi beim ersten Try habt, dann geht einfach in den anderen Schwierigkeitsgraden nochmal rein. Das ist hier Nitendra und das droppt quasi einmal die Samenkapsel hier. Die ist sehr stark, wie gesagt, eine Minute Abklingzeit und gibt ein bisschen Lifesteal bzw. Schaden, wenn Mobs drinstehen. Da kann man die relativ gut wegerehen. Als zweites Trinket habe ich hier ein Trinket genommen aus Warlords of Draenor. Das ist ein Erbstück. Und zwar konnte man sich das damals erspielen in den mythischen Dungeons, meine ich. Und das gibt es leider nicht mehr. Es wurde removed, wie hier unten dran steht. Aber falls ihr das noch habt, ist es eine relativ schöne Sache. Ihr macht ein bisschen Schaden extra und bekommt ab und an den Buff, wo ihr 10% mehr Damage gegen Dämonen kriegt. Da drin sind überall Dämonen, ist eine nette Geschichte. Ihr könnt aber auch jedes andere passive Proc-Trinket nehmen. Ich würde euch nicht empfehlen, zwei Use-Trinkets zu nehmen, schlichtweg, weil ihr schon, wenn ihr die Samenkapsel anhabt, einen 1-Minuten-Use-Trinket habt. Und die Geschichte ist,
wenn ihr zwei Use Trinkets anhabt, könnt ihr das erste ziehen, habt dann intern 30 Sekunden Cooldown, das zweite zu ziehen und dann wieder intern Cooldown, wieder das andere zu ziehen von 30 Sekunden. Und bei einem 1 Minuten Trinket müsst ihr das erste ziehen, dann genau nach 30 Sekunden das zweite, und um dann wieder die volle Kapazität aus der Samenkapsel rauszuziehen. In dem Kampf ist manchmal ein bisschen hektisch und dann geht das mit den Timern nicht so ganz auf. Ihr verkackt es, zumindest ging es mir so, und deswegen habe ich es nicht gemacht. Alternativ kann man natürlich hier auch wie in der Eulen- und Tank-Challenge das Rechengerät im Taschenformat anziehen mit dem Laser drin. Das macht recht viel Schaden. Fand ich aber als Use Trinket dann ein bisschen blöd tatsächlich. Gut, soweit zu meinem Setup, was ich hier angelegt habe. Verzauberung seht ihr hier. Mastery habe ich verzaubert. Primär Sets, Lifesteal. Ich habe es einfach so gelassen wie bei der Eule. Wie gesagt, das ist nicht so relevant. Das Einzige, was ich euch noch zeigen kann, Metasockel ist ganz sinnig, wenn ihr einen mit Beweglichkeit und 3% mehr Crit habt. Gut, dann gehen wir einmal einmal zu der Skillung über. Ich habe hier Raubtier geskillt. Das ist relativ wichtig, denn wenn ihr einen Gegner tötet, wo ihr Dots drauf habt, dann kriegt ihr instant Tigerfora wieder. Und hier tötet ihr einen Haufen kleine Ads. Und ihr könnt, wenn ihr die Ads kurz immer nacheinander tötet, die ganze Tigerfora durchballern und kriegt immer volle Energie wieder, kriegt den Schadensbonus. Also das ist sehr, sehr stark. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt es hier die Entscheidung zwischen wilde Attacke und Erneuerung. Es ist eigentlich beides viable. Ich hätte vielleicht lieber, merke ich gerade, die Erneuerung nehmen sollen, weil die wilde Attacke habe ich kaum eingesetzt und ich hatte teilweise ein bisschen Heal-Probleme. Wahrscheinlich ist sogar die Erneuerung besser, wenn ich so drüber nachdenke. Wilde Attacke ist auch ganz nett. Ich habe ehrlich gesagt nur damit gespielt, weil ich irgendwie immer mit wilde Attacke spiele. Aber wahrscheinlich ist sogar Erneuerung besser, sage ich euch ehrlich. Dann habe ich mit Gleichgewichtsaffinität gespielt. Schlichtweg deswegen, dass wir 3% mehr Range haben mit unserer Effekten. Das ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Dann Massenumschlingen solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Hier in der Reihe, ich habe mit Seele des Waldes gespielt. Die anderen Sachen kann man auch machen. Ich fand Seele des Waldes hier am angenehmsten tatsächlich. Aber ihr könnt auch mit Inka zur Rede spielen oder mit wilden Brüllen, je nachdem, was euch beliebt. Dann, ich habe hier mit Urzorn gespielt. Ist einfach ein AE-Dot. Der macht auf jeden Fall sehr viel Schaden, ihr werdet hier sehr viel erehen, deswegen kann man das auf jeden Fall mitnehmen und die wilde Raserei, um ein bisschen Burst zu haben. So, das sind soweit dann die Skill-Geschichten. Dann können wir uns noch anschauen die Consumables. Ich habe den Kampf gespielt mit einem Fisch hier, gebratene Gräten, da kriegt er ein bisschen Movement Speed, wenn er einen Gegner tötet. War bei der Eulen-Challenge sehr nice. Hier hat es ein bisschen was gebracht. Ihr könnt auch einfach mit einem Crit-Food spielen, weil wie gesagt, Crit soll ja eigentlich der beste Step bei der Katze sein. Oder mit einem Main-Stat-Food, das bleibt gleich. Hier hat es ehrlich gesagt nicht so viel gebracht. Vielleicht ein bisschen was mit ein bisschen Movement-Speed. Dann habe ich eine Wandesrune genommen. Eine Verstärkungsrune, ganz normal aus dem aktuellen Content. Theoretisch kann man auch noch die Kriegsrollen des Schlachtrufs nehmen. Ehrlich gesagt, hier in dem Fight ist es hauptsächlich Movement, ne? Die 3% mehr Damage habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil das hier auf dem Server immer 1000 Gold pro Rolle kostet. Kann man aber machen, wenn man ein paar close Vibes hat bei 1-2% und der Damage nicht ausging, macht es auf jeden Fall Sinn. Aber ehrlich gesagt, es ist hauptsächlich Movement. Wenn das nicht verkackst, dann reicht es eigentlich mit dem Schaden so auch. Dann habe ich mit der aktuellen Flask gespielt, diesem Spektralfläschchen der Macht. Besser wäre gewesen, das hatte ich euch im anderen Guide schon mal gezeigt, wenn man hier die Flask aus BFA sich geholt hätte. Denn die bringt 31 Mainstat, die ich genommen habe, bringt nur 20. Ich hatte die aber noch rumliegen von M+, Raid, Konsorten, deswegen habe ich einfach die genommen. Ne? Aber theoretisch, wenn ihr ausmaxen wollt, macht die andere aus BFA mehr Sinn, da die im Time Walker besser skaliert. Dann habe ich hier Trank der ungezügelten Wut genommen. Der hält eine Minute, ist ganz praktisch. Zusätzlich könnt ihr dann noch Drums euch holen, die Trommeln, tödlichen Wildheit, das sind die aktuellen, oder auch alle aus den alten Expansion bringen alle 15% mehr Haste. Dann habe ich mir noch die Heiltränke geholt, die ich irgendwie nicht benutzt habe, weil ich ein Gimp bin, aber theoretisch könnt ihr auch noch einen Heiltrank benutzen, aber ja, irgendwie, ich habe die zwar jetzt im letzten Teil reingezogen, aber wieder vergessen zu benutzen, das ist halt, weil ich doch nicht so oft Katze spiele. Okay, dann haben wir soweit die Talente. Ich würde sagen, wir schauen mal in den Trial rein und da switchen wir einmal rüber. Am Anfang ist es wie bei allen. Encounter in the Match Tower. Der NPC labert hier ein bisschen. Ich habe mich jetzt mal selber gemutet, weil ich zwischen dem Kampf immer mal gelabert habe. Und hier seht ihr einmal am Anfang Bufffood rein, Rune drauf, Flask haben wir drin. Wie gesagt,
halt hier die falsche, ne? Die andere aus BFA wäre halt theoretisch stärker. Wir gehen dann hier an den Boss ran und ihr könnt eigentlich am Anfang einen Pot ziehen. Ne? Der Kampf geht über 5 Minuten, ihr könnt zweimal potten, deswegen macht es Sinn, hier am Anfang den Pot zu ziehen. Und jetzt gehen wir erstmal über die Fähigkeiten drüber. Also wir haben hier, seht ihr, drei so Wichtel, die casten, Schwelen der Wichtel heißen die casten einfach so ein Feuer dort auf euch drauf. Diese Wichtel müssen relativ schnell weggeratzt werden, denn die machen ganz gut Schaden. Also die wollt ihr einfach töten und sonst haut ihr voll auf den Boss drauf. Dann gibt es hier diese rauchende Wichtel. Diesen solltet ihr auch schnell wegräumen, denn wenn dieser Wichtel an euch rankommt, explodiert er, macht relativ viel Schaden. Das könnt ihr theoretisch outrangen, aber das viel Schlimmere ist, er hinterlässt eine Voidfläche. Und diese Voidfläche macht ein bisschen Schaden und die slowt euch extrem runter. Und ihr müsst hier sehr viel rumlaufen. Wenn ihr hier Voidflächen gestackt habt, dann wird es eklig. Ja? Also ihr wollt auf jeden Fall vermeiden, dass dieser Wichtel quasi hochgeht, explodiert und dementsprechend euch die Voidflächen hier hinlegt. Dann haben wir jetzt hier so ein Schild, wie ihr seht. Dieses Schild wird gechannelt und ihr kriegt relativ viel Schaden. Ihr müsst da extrem Damage draufhauen, dass dieses Schild rausgeht und dann unterbrechen. Deswegen euren Unterbrechungszauber, das Schädelstoßen, sollt ihr nicht raushauen. Ihr seht, hier haben wir wieder diese kleinen Viecher, da bin ich am Weglaufen. Da ist dieses Ding, was quasi hochgeht. Das ist ein Cast, den könnt ihr nicht unterbrechen, von diesem schwelenden Wichtel, der da hochgeht. Aber ihr könnt ihn zum Beispiel stunnen oder ihr könnt ihn mit Typhoon wegkicken. Typhoon haben wir ja, weil wir die Eulenaffinität mitgenommen haben. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir die Eulenaffinität quasi mitnehmen. Dann alle Minute kommen hier Wichteldiener von hinten angelaufen und diese Wichteldiener, die könnt ihr in den Marschroot packen, wie ihr gesehen habt. Und sobald ihr an den Boss rankommt, channeln sie diesen Zauber. Damit heilen sie den Boss. Das sollte nicht passieren, ja. Am besten rootet ihr sie und guckt, dass ihr sie dann, wenn ihr Luft habt, zwischendrin umhaut. Ja? Hier seht ihr jetzt wieder der Cast, wo ihr auf jeden Fall Damage drauf prügeln müsst und dann auf jeden Fall den Kick draufhauen solltet. Hier seht ihr, jetzt kommen wieder diese kleinen Wichteldiener. Ganz wichtig, hier, wir haben auf dem Boss noch einen Stack. Der Boss, umso länger ihr braucht, umso mehr Schaden verursacht er. Ja? Also ihr müsst da ein bisschen hinmachen, dass ihr dementsprechend den Boss umhaut. Dann seht ihr, der Boss wird jetzt hier wieder Damage immun. Diesmal hat er ein Schild drauf, dass wir nicht weg-DPSen können, sondern er ruft kleine Wichtel. Erstmal diese Explo-Wichtel und dann haben wir hier noch so andere Wichtel, die sein Immunschild quasi aufrechterhalten. Da kriegt er überhaupt keinen Schaden und diese müssen schnell weggeräumt werden, dass wir den Boss wieder angreifen können. Ja? Die Problematik ist, es spawnen halt immer ein paar andere Wichtel mit. Es gibt diese lila Wichtel, die quasi ihm ein Schild geben, dass er komplett immun gegen alles ist. Das ist nicht dieses Schild, was wir auf dem DPSen können, sondern ein anderes. Dann diese Feuerwichtel, die relativ viel Schaden machen. Dann diese rauchende Wichtel, die explodiert. Und dann haben wir das vierte, sind diese Heilwichtel, die von hinten spawnen. Ja? Also diese vier Arten von Wichtel gibt es. Zusätzlich haben wir dann noch diese lila Patches auf dem Boden, wie ihr seht. Die gehen einfach hoch. Ja? Wenn ihr drin steht, kriegt ihr halt Schaden. Solltet im Optimalfall nicht davon getroffen werden. Aber ganz ehrlich, wenn ihr eins verfresst, ihr sterbt dadurch nicht. Wichtig ist halt, dass ihr immer, wenn ihr mit 5 Kombo-Punkten quasi einen Finisher raushaut, dass ihr euer Nachwachsen draufhaut, denn ihr bekommt hier konstant Schaden. Und hier seht ihr, jetzt spawnen wir diese ganzen Kleinen. Wir laufen da wieder hin, versuchen da reinzuehen. Und ich mache es immer so, ich habe ja dieses Trinket, diese Samenkapsel. Jede Minute spawnen diese ganzen Viecher und da haue ich die Samenkapsel rein. Das Bittere ist, diese lila Wichtel, die quasi sein Schild aufrechterhalten, haben die eklige Angewohnheit, sich hin und her zu porten. Ihr lauft zu ihnen hin, schmeißt die Samenkapsel hin, sie porten sich weg. Da müsst ihr manchmal ein bisschen aufpassen. So, jetzt seht ihr, bei 50% Boss Life portet sich der Boss einmal hier nach oben zu einer anderen Position. Ich räume jetzt hier unten noch die Heilwichtel weg, dass mir die nachher nicht quasi in die Quere kommen. Und jetzt fangen an, hier so Meteoriten, würde ich jetzt mal sagen, runterzurollen. Wenn ihr in die reinkommt, ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Die stunnen euch und verursachen relativ viel Schaden. Hier in der zweiten Phase haben wir ähnliche Fähigkeiten wieder. Wir haben diese Wichtel, die explodieren. Wie gesagt, die könnt ihr, wenn dann, schnell versuchen wegzufokussen, zu stunnen. Oder ihr lauft einfach mit dem Boss wie so ein wildes Hähnchen rum und erhält die nebenbei mit. Das könnt ihr auch machen. Dann haben wir jetzt hier wieder diese ganzen Viecher, die gespawnt sind. Ihr seht, ich habe einen Knockback raufgehauen, weil der hinten hat schon sein Explode-Shit gechannelt. Das hätte mich nicht erwischt, aber dann wäre da hinten eine Void gewesen und sobald da eine Void liegt, kann ich hier nicht mehr schnell rumlaufen und dann werde ich von diesen Kometen auch noch erwischt. Und das wäre jetzt ein bisschen eklig. Jetzt haben wir wieder sein Schild, das müssen wir jetzt wieder schnell aufhauen. Dafür spare ich mir immer den Burst. Wir haben ja diesen einen Zauber mitgeskillt,
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt, wo man dann auf einmal 5 Kombo-Punkte kriegt, relativ Schaden macht, der hat 45 Sekunden Abklingzeit, den use ich da immer drauf. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich den dafür zu sparen, deswegen hatte ich den auch mitgeskillt gehabt. Ja. Ihr müsst halt immer so ein bisschen schauen, dass ihr die Heilerwichtel da hinten, wenn die kommen, Instant Root packt. Ich habe mir da ein Makro gemacht, wo ich die, ein Target-Makro, dass ich die quasi targete und Root draufhaue und dann wieder Target, Last Target, ne, dass ich wieder auf mein letztes Target komme. Dann muss ich die gar nicht anvisieren. Ich sehe die spawnen, zack, werden die instant geroutet, dass die erstmal weg sind. Ja. Wichtig ist, ihr solltet sie auf keinen Fall routen, wenn die vorm Boss stehen, weil dann könnt ihr die nicht mit Typhoon wegkicken und die channeln durch und die heilen euch den Boss relativ schnell wieder hoch. Bei 30% portet er sich dann quasi hier nach unten und macht eigentlich selbiges wie oben. Also die Fähigkeiten bleiben alle gleich, bloß dass die Bälle jetzt ein bisschen weiter von oben nach unten fliegen. Heißt, es ist ein Ticken einfacher. Man sollte immer mal wieder nach hinten gucken, wo die Dinger ankommen und sich am besten da nicht treffen lassen. Jetzt seht ihr, jetzt macht er wieder sein Schild, wo wir ihn auf DPSen müssen. Da hauen wir wieder den CD drauf, einen Finisher und dann hat sich das. Ja? Zwischendrin spawnen wieder diese rauchenden Wichtel, die explodieren. Da wollen wir wieder rauslaufen. Auch und übrigens, seit Phase 2 haben wir dann auch hier diese grünen Flächen auf dem Boden. Diese hier, da sollte man dann quasi auch nicht reinkommen. Die hauen auch ein bisschen Schaden aus. Und ihr seht, sobald man die einmal interrupted haben, greifen die einen kurz an und dann casten die den Channel nochmal. Ne? Also da sollte man gucken, die, wenn die aus dem Loot raus sind, schnellstmöglich umhauen. Nicht, dass der Boss wieder instant hochgeheilt wird. Und ihr seht, hier gehen die Stacks langsam hoch. Ich habe jetzt schon 18 Stacks oben. Der Boss wird halt immer mehr Damage machen. Dann portet er sich wieder nach oben hier, wenn man zu langsam ist. Also ich war jetzt hier ein bisschen slow. Und jetzt kommen wieder diese ganzen kleinen Viecher. Er hat wieder sein Schild drauf, wo man die erst töten muss. Hier seht ihr, da war es relativ gut. Habe ich wieder mein Trinket hingelegt. Da rippen die relativ schnell. Und jetzt hat der Boss noch 15% live. Ne? Unten sind nochmal die Ads gespawnt. Ihr habt es vielleicht kurz gesehen. Die habe ich schon in Loot gepackt mit meinem Makro. Und jetzt zwirbel ich einfach auf den Boss durch. Weil ich denke mir, wenn ich jetzt hier noch länger rummache, der Boss deckt langsam hoch. Ich muss ihn jetzt so langsam töten. Habe dann jetzt nochmal einiges gezogen und versuche ihn einfach runter zu DPSen. Hier kommt nochmal das Schild. Wieder unseren CD drauf mit einem Burst. Einmal quasi umbürsten. Und jetzt 5% hat er noch. Und jetzt versuche ich ihn einfach wegzufinishen. Übrigens, HT solltet ihr am besten erst ziehen bei 50%, wenn er hier hochgeht. Oder unten, wenn er unten steht. Ne? Eins von beiden. Am Anfang am besten noch kein HT ziehen, weil da habt ihr noch nicht so viel Trouble. Und hier, ja, da haben wir ihn umgehauen. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich denke mal, jetzt müssen wir nicht nochmal komplett durch. So viele Fähigkeiten sind es nämlich tatsächlich hier nicht. Die habe ich jetzt gleichzeitig erklärt mit einmal dem Durchlauf. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit so ein bisschen weiterhelfen. Jetzt gehen wir nochmal kurz hier rein, dass ich euch sagen kann, wie die Fähigkeiten heißen. Also hier meine ich natürlich die wilde Raserei, die immer auf dieses Absorbschild von ihm draufhauen. Und was ich euch als Tipp geben kann, wie gesagt, wenn diese Wichtel kommen, das hat immer eine Minute abklingt. Also die Wichtel brauchen immer relativ genau eine Minute, diese vielen, die um ihn rumspawnen. Dann könnt ihr jedes Mal hier diese Kapsel draufziehen und poolt euch vielleicht schon mal 5 Kombo-Punkte, kurz bevor die Wichtel kommen. Jetzt seht ihr, okay, die Kapsel wird gleich wieder ready, kommen gleich wieder die Wichtel. Haut dann instant dieses Urzorn auf diese Wichtel drauf, bevor sie sich wegporten. Dann haben die nämlich alle schon mal einen Dot und ticken relativ gut runter. Und noch ein Hauen drauf und ein paar andere Sachen, dann geht es. Und jedes Mal, wenn ihr einen von diesen Wichteln tötet, könnt ihr Tigervorrat einsetzen. Heißt, was ich mache, diese Viecher kommen, ich erehe die voll und spam die ganze Zeit mein Tigervorrat, weil dann habe ich immer wieder voll Energie. Es stirbt einer, eine Sekunde später stirbt der nächste am E, dann kann ich es x-mal drücken, habe jedes Mal wieder komplett volle Energie. Das mache ich oder versuche ich auch am Anfang, wenn diese 3 kleinen Wichtel spawnen, dass ich die nicht alle instant gleichzeitig umhaue, sondern versuche der erste Tick runter, Tigervorrat, der zweite Tick 2 Sekunden später runter, kann ich wieder Tigervorrat ziehen, dann kriege ich ein bisschen mehr Boss-Damage quasi auf den Boss raus, weil wie gesagt, der hat hier diesen Buff drauf, dass er immer mehr Damage macht und irgendwann wird es halt eklig, ne? Das ist so ein Soft-Enrage-Effekt. Gut, das war es eigentlich mit den ganzen Erklärungen. Noch ein kleine Info am Ende. Die ganzen Legendary-Effekte, Conduits und alles andere ist deaktiviert, habe ich aber auch schon in einem anderen Video zum Mage Tower erklärt. Also dieses ganze Zeug könnt ihr nicht nutzen. Die Legendaries, die ihr jetzt zum Beispiel anhabt, sind nur wegen den Stats, ne? Weil sie halt Sockel haben oder mehr Stats. Also auch Convoke kann man nicht benutzen und viele andere Sachen. Was ihr vielleicht machen solltet, benutzt eure Pots, benutzt eure... Ich habe irgendwie mein Überlebensinstinkt auch nicht benutzt. Das macht Sinn, wenn diese vielen kleinen Wichtel kommen, dass ihr sie da zieht. Und eventuell geht eher auf die Erneuerung als auf die wilde Attacke. Ihr habt gesehen, ich habe es jetzt ein, zwei Mal die wilde Attacke benutzt. Die Erneuerung wäre wahrscheinlich sogar stärker hier gewesen. Gut, damit sind wir aber tatsächlich wirklich am Ende. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.